Hello und welcome hier zu einem großen, zu einer neuen Runde und zum großen Preis von Australia. Das drittletzte Rennen in unserer Moto3-Season. Ich freue mich wirklich, dass ihr das eingeschaltet habt an diesem wunderbaren Sonntag. Formel 1 frei, aber dafür geht MotoGP weiter. Ich freue mich mega, falls ihr neu seid auf dem Channel, würde es mich natürlich gerne freuen, dass ihr ein Abo da lässt. Und ja, wir sind in Australien und wir werden heute nur das Rennen fahren. Ich habe alles geskippt, wie gesagt. Abonniert doch gerne den Channel und gebt uns doch gerne einen Daumen oben. Vielen, vielen Dank nochmal für die 100 Abos. Ich bin so mehr motiviert hier. Ojura, Yamanaka und Macias starten aus der ersten Startreihe. Schaut euch auch gerne auf Instagram und Twitter vorbei und natürlich auch auf TikTok. Würde mich wirklich mega freuen und ja, wir werden von 32. Platz starten und das heutige Rennen wird kein Zuckerschlecken werden. Das kann ich euch heute schon mal sagen. Wir müssen nämlich gleich zweimal aufholen. Also wir müssen ja vom Status aufholen und natürlich auch ja dann mit einem blöden kleinen Vorfall im Rennen nochmal aufholen. Aber dazu, das werdet ihr ja jetzt in diesem Video erleben. Also seid gespannt und bleibt auf jeden Fall dran. Und morgen, wie gesagt, dann geht's weiter in uns, ja, morgen geht's in ein neues Projekt, also seid auch gespannt. Falls ihr immer am Laufenden bleiben wollt, schaut gerne auf TikTok vorbei, da kommen immer kleine Update-Videos und folgt uns da natürlich auch gerne. So, aber jetzt geht's ja los und wir kommen jetzt ziemlich gut gleich mal beim Start weg. Wir sind schon auf dem 24. Platz und Halleluja, da geht's aber richtig zur Sache. Einmal links gebounced, einmal rechts gebounced und wir kommen hier gut aus dieser ersten Kurve raus. Die Strecke macht Bock, aber hier merke ich schon, wird es auf jeden Fall hardcore werden im Rennen und da verlierst du auch extrem viele Plätze. Wenn du zu spät vom Gas runter gehst, lass du dich so weit raustragen, da ist kein nichts, da ist nur eine weiße Linie und dann kommt das Gras und ja, das ist mir jetzt schon fast zum Verhängnis geworden und das wird im Verlauf des Rennens wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger werden. Also ja, ich möchte auch ein kleines Update, also wie wir das früher auch immer hatten, bezüglich der Woche geben. Also das wird heute mal natürlich zwei Kanäle umfassen. Wir werden nämlich heute, ich möchte euch heute nämlich erklären, wir werden, wie es auf ITU gebe ich hier, also auf diesem Channel weitergeht. Vielen Dank nochmal für die 100 Abos. Ich bin so mega. Ich freue mich wirklich extrem. Die Abo-Zahlen steigen wirklich, ich glaube, allein in dieser Woche 10 Abos oder so. Also ich meine, für einen, das hört sich nicht viel an, aber ich meine, wenn man sich anguckt, wo wir gestartet sind, ich meine, wir sind teilweise mit 8 Abos, also wir hatten am Anfang 8 Abonnenten und so, mein Gott, und hier mit einem leichten Auffahrer geht's hier ziemlich rund. What the fuck, da war nicht mal irgendein ersichtlicher Grund, dass es uns da weggedreht hat, also ich habe keine Ahnung und wir starten mitten im Gras, das ist unser Todesurteil, sollte man meinen, aber jetzt beginnt erst die richtige Aufholjagd, Leute. Und wie gesagt, ich möchte heute einen kleinen Blick drauf werfen, auf ITU Gaming, auf diesem Channel hier. Wie gesagt, es ist einfach so schön, wenn man sich anguckt, wo wir gestartet sind, vor 5 Jahren schon oder so. Und ich dachte echt, zeitlang war es ja wirklich so extrem, nur 8 Abonnenten, 1, 2 Jahre, aber da haben wir auch nicht viele Videos gebracht. Und seitdem aktiven Videos, ich möchte mal sagen, seit letztem Jahr, wo eigentlich ja Daily Videos kommen. Also es war schon ein Jahr vorher, dass da wirklich 2017, dass da wirklich viele Videos kamen, aber seit 2018 kommen ja, seit 19, sorry, 18 glaube ich, haben wir da mit teilweisen Videos gestartet und seit 19, also seit letztem Jahr, das sind ja wirklich Daily Videos und ja, das ist einfach mega cool, dass ihr das so feiert, das Reacten und auch andere Projekte. Ich hoffe natürlich, dass ihr die anderen feiert, die geplant sind, hoffentlich auch für diese Woche. Also ich wollte ja schon vor ein paar Wochen das Ganze fertig machen und ja, wir sind hier schon ein bisschen im Mittelfeld, haben schon auf den letzten aufgeschlossen, endlich auf Topa, der fährt hier ganz hinten, alleine, einsam hinterher und wie gesagt, ich möchte heute diese Woche mal nutzen, um ein paar neue Sachen reinzubringen, ein paar neue Projekte, ich möchte auf jeden Fall mal natürlich morgen ein neues Story Gaming Projekt starten, also bin gespannt, wie das auffasst, wir werden mal ein, ja es ist nicht alt, aber es ist schon ein Jahr alt, also ich finde, es hat einfach eines der besten Grafiken, die man sich so vorstellen kann. Rätselt gerne, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr da Bock drauf habt, also falls nicht, lasst euch einfach überraschen und wartet auf morgen. So, und dann natürlich Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Samstag reacten wir auf jeden Fall wieder. Maybe Samstag wieder spezifisch auf Russland, also auf Top Crash oder so, das finde ich auch ziemlich cool. Aber das weiß ich noch nicht. Also Reacten ist immer einen Tag vorher. Also was da gerade so im Trend ist oder so, auf das Reacten wir. Also, das solltet ihr ja eh schon wissen. Und ja, hier, da. Oh mein Gott, der ist geradeaus weitergefahren. Es war sogar
Sorry. Habe auch gerade das Moto3-Rennen gesehen, also ich nehme das heute am Sonntag auf, am Vormittag. Und wir sind hier gut drin, 29, so drei Plätze schon gut gemacht. Nepa und, keine Ahnung wer, Topa, der fährt uns hier vorne weg. Das ist ja nicht normal. Und wir haben noch Binder und Baltus vor uns. Ja, aber wie gesagt, jetzt möchte ich mal kurz zum Plan kommen. Ihr seht ja das Ganze geschehen. Ich möchte auf jeden Fall natürlich wieder reacten auf irgendwelche Themen. Mittwoch kommt wieder Minecraft. Also das möchte ich jetzt wirklich durchziehen. Samstag war auch die Gruppensuche. Ihr könnt wirklich jeden Samstag vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob die... Vielleicht am Sonntag jetzt ist eher die Gruppensuche, aber das weiß ich noch nicht. Das erfährt ihr alles im Video am... Na genau, Alter, der fährt uns da hinten Vollgas drauf. Das erfährt ihr alles im Video am Mittwoch, Mittwoch oder Donnerstag. Also das drehe ich manchmal auch um mit Reaction, aber es ist natürlich für Mittwoch geplant und da soll es auch kommen. Und am Freitag soll entweder endlich mal die erste Folge 100 Wege in Games ins Gras zu beißen kommen oder Nerd Time. Beides wahrscheinlich nicht. Wenn das eine an einen Tag kommt, kommt das andere entweder eine Woche drauf oder dann am Montag, falls Battlefield nicht wirkt, kommt Nerd Time am Montag oder ja, oder dann halt 100 Wege ins Gras zu beißen. Das ist. So, Mann, wir sind hier cool unterwegs. Ich hatte einen kleinen Cut, ihr habt es vielleicht gemerkt. Und ja, das Packen, ich muss mir gerade das MotoGP-Rennen ansehen. Es war so packend, so interessant und so atemberaubend. So viele Crash, sogar der Dog da ist geflogen. Und es war natürlich mega interessant. Und wie fandet ihr das Rennen? Habt ihr es gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wir kommen hier gut durch. Wir sind jetzt 22 von 32. Also das ist schon mega mäßig, aber da geht's noch. Ich denke mal, da geht noch ein bisschen was davor. Wunderbar, hier vorbeigeschossen. Und ja, da kommen wir auch gut. Na genau, Mann. Und jetzt blinkt der Unser McPhee schon wieder. Ich muss immer am Scorpion denken, ich liebe die Serie. Und ja, das ist natürlich, ja, Catherine McPhee, eine der Hauptdarstellerinnen. Und ja, wer Scorpion kennt, der wäre es natürlich auch Paige. Ja. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel preisgeben oder zu viel sagen von der ganzen Serie. Ich liebe die Serie. Und wie gesagt, die Woche wird auf jeden Fall Dienstag, Donnerstag und Samstag Ratchet kommen. Und morgen kommt eine coole neue Story. Ich habe mir da was Cooles überlegt. Schaut, wie gesagt, für mehr Infos gerne auf TikTok vorbei. Und ja, Freitag, maybe. Ich glaube zu 90% wird auf jeden Fall mal... Ich weiß nicht genau, Nerd Time wäre nämlich ziemlich cool, wenn wir das bringen würden. Oder kommt das maybe erst am Montag, ich weiß nicht genau, am Montag oder 100 Wege ins Gras zu beißen, in Games ins Gras zu beißen. Wochenende kommt dann auf jeden Fall auch die Mega Season und natürlich MotoGP im Zweikanal. Schaut es ein bisschen, ja, normal aus, würde ich mal sagen. Wir haben endlich so ein bisschen das Durcheinander, oh mein Gott, der kommt ja weit raus, weil ich ihn angetaucht habe. Haben wir ein bisschen das Durcheinander durch mit dem ganzen... Mega Season, also Michael, ach Mann, mit der Michael Schumacher Karriere, da sind wir jetzt endlich im Finale. Da kommt doch unter anderem morgen dann, heute kommt noch ein Michael Schumacher, ich glaube um 17 Uhr oder so. Und ja, wir werden dann auf jeden Fall, ja, morgen kommt dann noch, ich weiß nicht, ob morgen, ich glaube, Mega Season kommt auf jeden Fall, also. Nicht mehr, Mann, was rede ich denn zusammen? Nein, natürlich kommt nicht Mega Season, sondern es wird auf jeden Fall die Michael Schumacher Karriere weitergeführt. Wir werden noch ins erste Rennen endlich stechen. Aber das Finale, glaube ich, werde ich splitten, weil das sind ja doch 2x50% Rennen und das werde ich ein bisschen splitten, um das alles reinzubringen. Im ersten Video werden wir das dreiviertelteilige erste Rennen fahren und im zweiten dann halt ja das Schluss vom zweiten und natürlich ein bisschen und natürlich das gesamte andere Rennen. Jetzt ist ein bisschen gut gelaufen, wir sind hier schon auf 12, aber da verbremst wirklich immer ein bisschen und innen schießt er immer ein oder zwei schießen da immer durch. Das ist leider so ein bisschen ein Dilemma hier. McPhee, ja, das ist natürlich auch cool. Und ja, Garcia, ich habe mir auch die Mutter dran geguckt, da ist wirklich nichts mit dem anderen. Garcia, der ist eher schon einer der älteren Hasen, habe ich gehört. Ja, ich meine, ja, was? Ich habe ja MotoGP 17 schon hier gespielt. 18, 19 und jetzt das 20 und in jedem Teil war auch schon Massia und Venati drin, also das ist auf jeden Fall klar, dass der nicht mehr einer der Jüngsten ist, aber dass der schon 7 Jahre in der MotoGP 3 fährt, ist auch ein bisschen traurig, dass er dann noch immer noch nicht den Sprung in die 2er geschafft hat. Ich meine, Alex Marquez, der Bruder von Marc Marquez, schafft einfach so einen Sprung von einer in die andere Liga und der
bleibt einfach das ganze, die ganze Zeit hier stehen. Also die sind ja 17 noch oder 18 noch miteinander gefahren, dann 19, zack, 19, 20 ist er dort gefahren und zack, ja, und dann fährt er hier schon und das ist halt schon ein bisschen, ja, traurig. Aber gut, wie gesagt, am Zweikanal wird auf jeden Fall, das würde ich sagen, mein Team. Also da habe ich jetzt endlich mir ein Herz gefasst und mein Team wieder mit Facecam aufgenommen. Und deswegen kommt auf jeden Fall mein Team. Seid gespannt, schaut vorbei. Und ja, mich würde es wirklich freuen, wenn ihr auch unseren Zweikanal abonnieren würdet. ICU ist dieser Kanal hier und Tobi Seibold, ja, ich meine, wer es kennt, Tobias einfach rückwärts mit Seibold. Ich dachte mir, das ist cool. Ich wollte ihn zuerst nur Seibold nennen, aber da dachte ich mir so, und Tobi, ich wollte ihn Tobi zuerst nennen, dann irgendwie Seibold und dachte mir so, ja, dann nennen wir ihn mal einfach Tobi Seibold miteinander und fertig. Also das finde ich ziemlich cool. Wie findet ihr den Namen? Findet ihr ihn nicht so cool? Dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Da ist auch nur geplant, dass jeden Tag ein Gaming Race kommt und wieder nachkommentiert, live kommentiert mit Facecam. Also das weiß ich noch nicht genau. Ich habe mir auch überlegt, dass da ab und zu mal Forza noch kommt und MotoGP eventuell auch, aber das MotoGP möchte ich auch hier auf diesem Kanal beibehalten, weil es ist unter anderem, ich habe mir auch überlegt, ich überlege viel und ich dachte mir auch schon, dass wir vielleicht Gaming und Lifestyle, ich möchte nicht sagen Lifestyle, aber Gaming und so Reaction-Zeugs und auch so, ja, dieses Nerd-Time soll ja auch komplett offline sein, also das soll ja ohne stark Gaming oder so und auch nicht von dem Computer, also nein, da möchte ich so, schon so eine Art Labor mir basteln als Kulisse und oder nur Greenscreen und dann den Rest zusammengleistern und dann ein bisschen, huch, da sind wir aber weit rausgekommen, leichter Quersteher hier. Habt ihr gesehen, ich konnte gar nicht richtig aufs Gas gehen und da ist man hier wieder durchgerutscht aus der letzten Kurve raus und wir sind in der vorletzten Runde schon und wie gesagt, ich habe mir auch überlegt, ja, jetzt werde ich noch diese Woche, werden wir auf jeden Fall noch so durchziehen und vielleicht kommt dann wirklich auf diesen Kanal hier täglich Reaction oder halt wie am Freitag dann, wie heißt denn das, Mann, bin ich blöd. Ja, am Freitag dann dieses 100 Wege, um Games in Gras zu beißen. Und natürlich Nerd Time. Das ist ja noch außer natürlich. Aber ich dachte mir, vielleicht machen wir dann so jeden Tag ein Gaming-Video. Aber natürlich nicht übertriebenst vom Lens. Maybe, ich dachte mir auch schon, ich weiß nicht. Ich meine, mein Team macht so viel Bock und nur mit Facecam und so. Und das wäre komplett was anderes zu den anderen My Team-Videos, die ich hier hatte. Dass ich wir die live aufnehmen mit Facecam. Und Live-Commentary, das macht einfach mehr Spaß und gibt euch auch noch ein bisschen mehr Einblick bei gewissen Sachen. Also vielleicht kommt das wirklich zweimal die Woche, also an der Gaming-Seite, dass wir an diesem Kanal hier jeden Tag wieder reacten oder dann halt Nerd-Time oder so. Und jeden Tag dann, ja, wir sind leider nur Dritter geworden, sind ja ganz, ganz knapp vor Massier ins Ziel gekommen. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Und ja, wir holen den dritten Platz und ich glaube, wir sind schon Weltmeister. Also, wir sind hier schon Moto3-Meister, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls das der Fall ist. Und falls nicht, würde es mich trotzdem freuen, dass ihr ein Abo da lässt. Ja, hier nochmal die Übersicht. Massia ist 117 Punkte vor uns und wir haben ja nur noch zwei Rennen. Also, denke ich mal, dass wir den Titel so gut wie in der Tasche haben. Aber das schauen wir uns natürlich nachher nochmal kurz im Leaderboard an. Ja, Australian Grand Prix, mega cool und jo, hier haben wir nochmal die Übersicht und ja, 17 Punkte vorne und 96 sind wir hinter einem Squad Corsa, das können wir einfach nicht mehr aufholen, also wir sind da schon locker geschlagen, weil ich fahre ja so gut wie nur alleine mit meinem Team hier mit den Herz KTM und ja, da kann ich nichts mehr machen, das ist natürlich blöd und wie gesagt, ich reife das Ganze noch ein bisschen aus und dann werden wir auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall eine Lösung finden. Ich würde es wirklich cool finden, wenn wir das mit dem Gaming, vielleicht bringe ich das hin, mal zwei Videos die Tage, aber dann am anderen Kanal auch noch, das wird mega, mega übelst schwierig. Also das lass uns mal einander mal überlegen. 156.000 Herzen, also das sind, denke ich mal, Follower, haben wir jetzt schon. Und 83.000 Münzen, die werden wir jetzt aber auch ausgeben. Ich möchte mir nämlich noch einen neuen Personalmanager kaufen. Und ja, das nächste Rennen ist in
Valencia und dann noch eins noch in Malaysia und eins noch in Valencia. Und dann haben wir schon geschafft, dann ist es schon durch die erste MotoGP 2 Season. Wie gesagt, im Winter geht auf jeden Fall mehr. Ich meine, jetzt mit dem ganzen Formel 1 und so weiter, da kommst du nicht dazu. Und ja, ich wollte eigentlich auch zweimal, also ich möchte es echt probieren, zweimal die Woche, wenn keine Formel 1 ist, zweimal die Woche zu bringen, weil dann kommen wir auch in der Moto 2 ein bisschen weiter und schaffen endlich mal unser Ziel, in die MotoGP zu kommen. Und das wäre natürlich mega. Mega wäre es auch, falls ihr neu seid oder einfach nur Bock habt auf mehr Videos, dass ihr gerne abonniert, kostenlos natürlich. Und gebt es doch gerne Daumen oben. Vielen Dank nochmal für die 100 Abonnenten. Das pusht so enorm. Schaut euch gerne auf Instagram und TikTok und natürlich auch gerne Twitter vorbei. Links sind alle unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zugucken. Morgen kommt auf jeden Fall ein spezielles Gaming-Video. Und seid auch gerne dabei. Dienstag reacten wir wieder auf was immer gerade in den Trends ist. Vielen Dank fürs Zugucken. Das letzte Reaction-Video kam gestern. Ihr habt auf Mr. Beast reagiert. Also schaut euch gerne vorbei. Dankeschön fürs Zugucken. Bis morgen oder später dann auf unserem Zweikanal. Und ciao.